Im September haben die 10 Hochschulen in Form ihrer Präsidenten und Rektoren die Rahmenvereinbarung 5 unterzeichnet. Und jetzt geht es darum, dass wir auf der Basis dieser Rahmenvereinbarung 5 Ziel- und Leistungsvereinbarungen ausarbeiten und unterschreiben. Und herzlichen Dank an all diejenigen, die in vergleichsweise kurzen, aber sehr intensiven Verhandlungen dafür gesorgt haben, dass die Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit jeder einzelnen Hochschule ausgearbeitet wurden. Herr Professor Rosenthal wird jetzt im Anschluss diese Ziele, diese globalen Ziele unserer Ziel- und Leistungsvereinbarungen vorstellen. Ja, ich möchte beginnen mit der Corona-Pandemie, die uns ja doch vor große Herausforderungen gestellt hat. In den letzten Monaten, in dem vergangenen Sommersemester, es gab natürlich an allen Hochschulen schon digitale Lehre, aber sie musste dann von heute auf morgen flächendeckend eingeführt werden. Und damit sind wir eigentlich bei dem ersten wichtigen Thema, bei dem Thema Digitalisierung, dass die Hochschulen, die Entwicklung der Hochschulen in den nächsten Jahren auch prägen wird. Kerngeschäft der Hochschulen sind Lehre und Forschung. Wir fühlen uns der höchsten Qualitätsansprüchen bei der Lehre verpflichtet. Wir möchten, dass die Studierenden bei uns wirklich exzellente Bildung erhalten, und dazu müssen wir einiges investieren. Wir müssen zum Beispiel jetzt die Hybridformate, die wir schnell entwickeln mussten, verfeinern. Wir müssen sie perfektionieren, auf eine breitere Basis stellen, und wir müssen natürlich auch denen, die die Lehre bestreiten, verlässliche Karrierepfade an unseren Hochschulen anbieten. Das andere Kerngeschäft der Hochschulen ist die Forschung. Hier werden sich die Universitäten in den nächsten Jahren besonders darum bemühen, große Verbünde zu etablieren, Sonderforschungsbereiche, andere große Formate, die dann bestimmte Themen über relativ lange Zeiträume bearbeiten, und das wird dann auch das Profil dieser Universitäten nachhaltig prägen.